Willkommen bei einer neuen Episode von Pflegebildung, einem Videopodcast rund um das Lernen im Pflegeberuf. In dieser Episode geht es um Agnes Kahl. Agnes Kahl, wie es bei Wikipedia heißt, war eine deutsche Krankenschwester und Reformerin der deutschen Krankenpflege, die 1868 bis 1927 lebte. Über die Person Agnes Kahl und ihre Bedeutung für die Pflege und das Denken über Pflege in der heutigen Zeit unterhalte ich mich mit Katja Bezioglu. Sie hat einen Bachelor of Science in Pflegepädagogik und ist zurzeit Studentin im Masterstudiengang Pflegepädagogik an der Katholischen Hochschule NRW in Köln. Mit Katja Bezioglu unterhalte ich mich darüber, sich auf die Spuren von Agnes Kahl zu begeben und wie sie das auch konkret getan hat im Rahmen des Studiums. Ich hoffe, dass unser Gespräch interessant für Sie ist und auch einige Impulse dabei sind. Ja, liebe Frau Bezioglu, ich freue mich, dass wir zu diesem Gespräch zusammenkommen zum Thema Agnes Kahl und ja, ihre Bedeutung, die wir heute für die Pflegebildung auch noch sehen können. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für Ihre Einladung. Ich freue mich total, hier dabei zu sein. Vor allen Dingen an diesem Raum Pflegebildung. Ich bin gespannt, was wir heute besprechen werden und was ich zu Agnes Kahl sagen kann und was meine Erfahrung mit Agnes Kahl ist. Ja, schön. Also, weil wir haben uns ja im Vorfeld darüber unterhalten und haben festgestellt, dass Sie das Thema Agnes Kahl, die Person Agnes Kahl sehr spannend finden, was Sie kennengelernt haben. Ich beschäftige mich gerade auch mehr damit. Und Sie haben das ja jetzt im Rahmen des Studiums kennengelernt. Ich denke, das ist bestimmt auch mal für die Zuschauenden interessant, was Sie denn sozusagen reizt an der Auseinandersetzung mit der Person Agnes Kahl. Ja, wie gesagt, wie Sie schon sagten, im Rahmen des Studiums haben wir uns mit Pflegegeschichte und Berufspolitik auseinandergesetzt und ich musste dazu ein Referat erstellen. Und wir hatten eine kleine Sequenz von Anna Sticker, die über Agnes Kahl erzählte. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, aber sofort, als die Geschichte über Agnes Kahl erzählt wurde und hat das sozusagen, ich bin fast ein bisschen entfacht, über die Person jetzt erstmal prinzipiell als Frau Agnes Kahl. Also noch nicht mal als die Krankenschwester, die sozusagen die Pflegebildung vorangebracht hat. Ich wusste ja auch nur ganz elementar Sachen über Agnes Kahl, habe mich dann intensiv damit beschäftigt. Und mein erster Eindruck war, es gibt fast keine Quellen dazu. Also jetzt mal ganz klassisch, googelt man Agnes Kahl, um herauszufinden, mit wem hat man es zu tun. Und da findet man erstmal gar nichts. Und schon der Weg über diese Person, Agnes Kahl, etwas herauszufinden, das war tatsächlich ein wenig beschwerlich und hat mich dann zu dem Institut für Medizingeschichte hier in der Uniklinik Düsseldorf, ich komme aus Düsseldorf, gebracht. Und da war ich schon recht erstaunt, wie schwierig das ist, an so eine Quelle, eine wichtige Quelle zu kommen. Und waren wir mitten in der Corona-Zeit. Ich hatte eigentlich auch vor, in das Museum nach Kaiserswerth zu fahren. Und das war auch unser damaliger Grund, das zu besuchen. Das war mir nicht möglich. Also musste ich wirklich tief graben, um was über Agnes Kahl herauszufinden. Und das Ausschlaggebende war eigentlich die Geschichte von Anna Sticker, die erzählte, als Agnes Kahl im Rahmen des International Council of Nurses Kongress in Köln ausrichtete, dass sie die Diakonissenschwestern, die durften halt nicht bei diesem Kongress teilnehmen. Und sie hat dann ein großes Dampferschiff gechartert, um nach Kaiserswerth zu fahren und dort die Schwestern aus aller Welt
Kaiserswerth zu zeigen. Und das hat mich schon von dem Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat mich das tief beeindruckt und ich wollte einfach mehr wissen über die Person. Und so bin ich auf die Suche gegangen. Ja, genau. Ja, spannend. Also da sind Sie sozusagen, da gab es die Idee und ja, jetzt sich weiter auf die Suche begeben, sozusagen, das tiefer zu ergründen. Aber die Quellenlage ist, soweit ich das auch übersehen kann, ich bin ja auch kein Historiker, aber ist ja auch eher dürftig. Ne? Also ich habe mich jetzt, was ich länger gelesen habe, ist dieses Werk von Anna Sticker über Agnes Karl, was sie ja zu ihrem 30. Todestag herausgegeben hat. Und nein, aber das, wo sie ja die Briefe, die Agnes Karl an ihre Mutter schrieb, als Grundlage vor allem ja verwendet hat, um ein Bild zu zeichnen von dem Leben und dem Wirken von Agnes Karl. So, ich bin noch gestoßen auf ein Werk von Margarete Lungershausen, wo sie über Agnes Karl geschrieben hat. Das habe ich jetzt mal angefangen zu lesen. Ja, ist aber auch eher eine Abhandlung über die, finde ich, über die Zeit an sich, die damalige Zeit, nicht primär über Agnes Karl. Und Margarete Lungershausen ist da natürlich auch, wird auch kritisch gesehen, weil sie in der Zeit des Nationalsozialismus ja auch eine aktive Rolle hatte im Rahmen der Hebammen. Was genau suchst du? Hebammen oder... Siri hat hier parallel was gewollt von mir. Nein, aber die, so das waren jetzt so die vor allem die Quellen, die sich mir aufgetan haben, jenseits von Übersichten, die ich im Internet gefunden habe, sozusagen von DBFK, Bibliomet. Was haben Sie denn so erkundet, sozusagen an Möglichkeiten mehr über Ihre Fragen zu Agnes Karl? Also erstmal bin ich natürlich mit dem, dass Agnes Karl sozusagen die Berufsorganisation der Krankenpflegerinnen in Deutschland, den BODK, gegründet hat und später, also der Vorläufer des DBFKs, bin ich natürlich erstmal auf die Geschichte des DBFKs zurückgegangen und habe versucht, über die, sage ich mal, Gründung des DBFKs herauszufinden. Darüber bin ich auch über Ruth Elster gestoßen, die sozusagen die Entwicklung des DBFK geschrieben hat, hat auch sehr viel über Anna Sticker, aber auch, wie Sie schon sagen, hat Ruth Elster eine Vergangenheit der Mitglied der NSDAP und hatte auch Wirken in Krankenhäusern. Und wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, was hat eigentlich, wie geht man mit Quellen um und wie verwertet man die, also sage ich mal so dieses Heroisieren von Agnes Karl, dann bin ich natürlich total entfacht. Also ich habe sie ganz unkritisch am Anfang erst betrachtet und habe auch gesehen, diese Schaffenskraft, die sie hatte, dieses zu Zeiten der auch Entwicklung der Frauenbewegung, der ersten Frauenbewegung, natürlich über die Frauenbewegung. Ich musste mir erstmal ein Bild darüber machen und das hat mich fast ein bisschen geschämt, dass ich als 46-jährige Feministin, würde ich mich bezeichnen, die darum kämpft, sage ich mal, ihre Stellung in der Gesellschaft gleichberechtigt zu den Männern zu haben, nichts über die erste Frauenbewegung wusste oder zumindest nur ganz, also nicht im Zusammenhang mit der Entwicklung der Krankenpflege. Und darüber bin ich gekommen. Dann habe ich mir auch Statistiken angeguckt, die der Reichstag damals vorgestellt hat und aber auch aus dem BODK, um mir ein Bild zu machen, wie sah es eigentlich zu der Zeit aus, welche Bedingungen hatten wir eigentlich im Anfang des 20. Jahrhunderts und Ende des 19. Jahrhunderts. Und da ist mir erst bewusst geworden über Agnes Karl, was ich für eine Lücke habe. Also ich mit meinem 24 Jahre Berufserfahrung und angehende Lehrerin, Praxisanleiterin, hatte überhaupt keine Bildung, was diese Entwicklung der Krankenpflege anbetrifft. Und da habe ich mich natürlich schon zurückgeschaut in meine Ausbildung, welches Thema ist da behandelt worden. Und
ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir irgendwas über Krankenpflegegeschichte in Florence Nightingale, okay, da kann ich mich vielleicht noch erinnern, aber dieses Interesse, mich wirklich damit auseinanderzusetzen, wie ist denn unsere Berufsbezeichnung entstanden? Also die Schwester, Katja. Wie ist es dazu gekommen, dass unsere Arbeitsbedingungen sich entwickelt haben, die dreijährige Ausbildung? Und da stolpert man immer wieder über Agnes Kahl. Natürlich ist Agnes Kahl auch kritisiert worden in der Hinsicht, dass sie eben das Mutterhaussystem übernommen hat, obwohl sie als freie Krankenpflegerin sozusagen sich da engagiert hat. Aber im Hinblick mit Betrachtung der Geschichte, wo sie herauskommt, wie sie, aus welcher Familie sie kommt und wo sie ihre Ausbildung gemacht hat, ist es natürlich sehr schwierig oder einfach zu sagen, warum hat sie das nicht getan? Also auch der Christoph Schweikart, das ist also Professor, also der PD Dr. Christoph Schweikart hat sich mit der Entwicklung der Krankenpflege zur staatlich anerkannten Tätigkeit im 19. und 20. Jahrhundert auseinandergesetzt. Von 2008 schreibt, dass das, was Agnes Kahl vorangebracht hat, dass das marginal wäre. Und das kann ich irgendwie gar nicht unterstreichen. Das ist natürlich jetzt aus einem medizinischen Sicht gedacht und hat das natürlich verglichen mit England und mit den mit amerikanischen Verhältnissen. Aber die Zustände, die in Deutschland herrschen, hat Agnes Kahl, finde ich persönlich, auch wenn man das kritisch betrachtet, mit der Mütterlichkeit und den System vom Mutterhaus, hat sie einfach große Schritte geschafft und geleistet. Und unsere Vorläufe für unsere Bedingungen, die wir jetzt vorfinden. Ja, wenn der Vergleich angestellt wird zu den angloamerikanischen Ländern irgendwie, dann müssen wir ja sagen, ist das heute auch noch das, was in Deutschland passiert, eigentlich marginal. Ja. Also wenn wir Pflegewissenschaft uns angucken und so weiter, das ohne jetzt alle KollegInnen, die da tätig sind, jetzt irgendwie diskreditieren zu wollen. Aber letztlich sind wir doch immer auf dem Sprung sozusagen, das, was andere uns vormachen, was möglich ist, nicht, dass wir das auch, also dass das jetzt kompetitiv wäre, aber dass wir diese Möglichkeiten eigentlich auch gerne ergreifen möchten, die in anderen Ländern der Fall sind. Und das mit den, also von daher, also ich habe Agnes Kahl bislang immer als diejenige auch durch die BOKD angesehen, als die, die wirklich die zunächst einmal, die dazu beigetragen hat, dass überhaupt staatliche Behörden auf die Idee kommen, dass man die Pflegeausbildung regulieren sollte zur Sicherung der Beschäftigten. Das war ja anscheinend ihr auch wirklich ein sehr wichtiges Anliegen, aber auch natürlich der Menschen, die der Pflege bedürfen. Und dass sie das Mutterhausprinzip, also so dieses, die BOKD-Schwestern übernehmen Krankenhäuser, durchgeführt hat, das ist mir jetzt auch erst in der Lektüre deutlich geworden, das war mir gar nicht vorher auch bekannt. Das finde ich ja auch sehr interessant. Also diese Idee ja anscheinend, dass mit der Organisation, auch der BOKD, also so habe ich das jetzt dann gelesen, dass dass damit auch eine bestimmte Haltung dem Beruf gegenüber und den zu pflegenden Menschen gegenüber, welche Pflichten man ihnen gegenüber hat und gegenüber dem Beruf, verbunden ist und dass das sozusagen dann Einzug halten soll oder gewährleisten soll, dass eine gute Pflege irgendwie stattfinden soll, im Unterschied zu einer Pflege durch konfessionell geprägte Orden, die dann ja teilweise auch von den Krankenhäusern rausgedrängt wurden zugunsten der BOKD-Schwestern. Ja, du musst man ja sagen, dass sogar die Frauenbewegung, die erste Frauenbewegung, sich komplett auf den Geschlechterdualismus geeinigt haben. Also denen war völlig klar, dass es Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Die Frau für die gute Hausfrau, die Mütterlichkeit. Sie wollten zwar gehört werden in der Politik und sie wollten die Gleichberechtigung, was die politischen Engagement oder das Gründen des Vereins oder das Wahlrecht oder überhaupt des Studiums, aber sie haben das einfach akzeptiert. Und Agnes Kahl war eine sehr gläubige Person und hat auch, sag ich mal, man muss ja auch sagen, die Freien Schwestern haben ja auch unehelich gelebt oft und ohne Kinder, weil sie halt auch gar keine Zeit hatten, sich die Möglichkeit, eine Familie zu bilden, geschweige denn das Geld dafür hatten. Und natürlich hat Agnes Kahl auch immer in der Schwesternschaft eine Familie gesehen.
Und sie war da auch ziemlich zwiegespalten. Also sie war auf der einen Seite, hat sie, war ihr ganz klar, wir müssen uns zusammentun, wir müssen für etwas kämpfen. Und sie wollte sich auch loslösen von dem sozusagen von den Machtverhältnissen der kirchlichen Forderung. Aber sie hat auch darin gesehen, dass dieses Zusammenbringen eine Familie ist. Und sie hat sich natürlich auch, ihr war klar, sozusagen mit Tatsachen abfinden. Das war so ihr Credo sozusagen, dass sie gesagt hat, sie hat halt verstanden, dass das Patriarch nicht zu überwinden war. Und sie hat sich immer wieder auch gesagt, ich muss mich an Männer halten, um dass sie mir helfen, die Organisation zu organisieren. Also wie kann ich etwa ein Papier aufsetzen, das auch tatsächlich in den Reichstag kommt. Sie hat jetzt, sage ich mal, vordergründig nicht gekämpft dafür, dass sie geglaubt hat, sie ist so stark wie ein Mann oder sie hat nicht diesen Einfluss. Aber sie war eben auch, die Tracht war ihr sehr wichtig, der Spruch eben, ich diene für noch nicht mal, sage ich mal, dieses Gläubige, ich diene, würde ich jetzt sagen, was ich rausgelesen habe persönlich. Sondern eben diese absolute Hingabe für die Patientenfürsorge. Also das war hier unheimlich wichtig, deutlich zu machen, dass das, was man für die Kranken tut, dass das eine absolute Hingabe fordert, dass das eine Aufgabe fordert. Aber sie wollte das nicht zu den Bedingungen, die ein Krankenhaus vorgibt, also unendlich viel arbeiten, keinen Urlaub haben, keine finanzielle Absicherung. Sie wollte das wirklich für die Kranken, dieses Aufopfern. Ja? Es ging ja auch in dem Mutterhaussystem eher um Tugenden, die vermittelt wurden und nicht um Wissen. Trotzdem hat Agnes Kahl immer wieder gesagt, ohne Wissen, ohne wissenschaftliche Erkenntnisse, ohne eine gute Ausbildung können wir diesen Beruf, sind wir diesem Beruf nicht gewachsen. Und auch die Abgrenzung zwischen Medizin und Pflege, das war ihr ganz wichtig. Ja? Und ich glaube, dass, ja. Ja, und da muss ich dran denken, in der Biografie über Florence Nightingale habe ich gelesen, was sie wiederum über ihre Kaiserswerther-Zeit auch beschrieben hat. So dieses die Erfahrung, dass da eigentlich wenig Wissen sozusagen vermittelt wurde auch. Also das war gar nicht so im Vordergrund und dass das etwas ist, was Agnes Kahl natürlich sehr bedeutsam war. Und dann manchmal denke ich, also dieses Ich diene, muss man doch sicherlich auch im Zeitkontext betrachten, was Richtig. denn das in dieser Zeit bedeutete. Also ich glaube, dass die Verwendung von Worten ja auch eine zeitabhängige, also unter zeitabhängig betrachtet werden muss. Und dass dieses, ich könnte mir vorstellen, dass dieses Dienen den Unterschied machte zu dem religiösen Dienen, nämlich primär also Gott zu dienen und deswegen den Menschen etwas Richtig, Gutes zu genau. tun und dass es hier eher vielleicht andersrum gewesen ist, dass ich diene dem Menschen, der Gesundheit der Bevölkerung sozusagen, also und diene dem Berufsstand sozusagen, dass das Fachliche oder dass dieser Wert anerkannt wird, um damit natürlich, Sie haben ja auch, ja, sie war religiös, Agnes Kahl natürlich, aber dass das sozusagen eher umgekehrt ist. Damit tue ich sozusagen auch ein Gotteswerk sozusagen, aber dass primär erstmal dieses Dienen dem Menschen gegenüber da war. Und ich glaube, dass das heute, wenn wir heute von Dienen sprechen, hat das eine ganz andere Konnotation, als es sicherlich zu der damaligen Zeit gewesen ist. Und ich denke auch, die Situation oder das Bild der Geschlechter darf man da wahrscheinlich auch nicht außer Acht lassen. Ja. Also wenn man das jetzt nochmal auf die heutige Zeit bezieht, ich habe mir so Gedanken gemacht, dass ich habe mir das nochmal angeguckt, wenn man überlegt, die Zahlen, 80% der Personen im Pflegeberuf sind immer noch Frauen, ja. Und ich bin konfrontiert immer wieder auch mit diesem, also letztens habe ich die Situation gehabt, dass ich eine Ärztin aus Versehen als Krankenschwester oder als Pflegepersonal betitelt habe und ich habe mich tatsächlich entschuldigt, ja. Also das ist mir dann, ja, das ist mir im Nachhinein, war mir das so unangenehm,
dass ich tatsächlich meine Werte, die eigentlich völlig klar sind, das kann natürlich passieren, dass man sich unterscheidet, dass ich mich dafür entschuldige. Das hat mir wirklich schwer im Magen gelegen. Und es ist ja auch immer noch so, dass wir uns fragen, was macht unser Berufsbild aus? Also das war ja das, was Agnes Karl sehr stark im Prinzip die Schwierigkeiten beschäftigte. Was ist unser Berufsverständnis? Was gehört zu unseren Aufgaben dazu? Und dieses Gefühl dieser Aufopferung und dieses sich an die Grenzen zu bringen und vor allen Dingen auch dieses Überschreiten der Fähigkeiten. Also wenn man sich überlegt, wir in der Uniklinik Düsseldorf sind wahrscheinlich noch sehr gut versorgt, was zum Beispiel den Putzdienst, die Versorgungsassistentinnen, den Sozialdienst, die Klinikseelsorge, die, sage ich mal, zu jeder Zeit verfügbar ist. Vielleicht nicht am Wochenende und im Nachtdienst nicht, aber trotzdem fragt man sich, man kommt immer wieder an die Grenze, wo ist unser Berufsverständnis? Sind wir die Klinikseelsorge, die Versorgungsassistentin, die Köchin, sage ich jetzt mal, sind wir das alles? Wir sind da schon sehr stark abgegrenzt. Aber wenn wir in kleinere Häuser gehen oder in kleinere Gebiete oder in den ambulanten Pflegedienst, ne, da braucht man nur da zu gucken, was macht das mit einem, wenn man immer wieder so an diese Grenze kommt und sich überarbeitet und alle Tätigkeiten gleichzeitig macht? Und ich glaube, das ist das, was wir auch in der heutigen Gesellschaft das Problem haben. Was ist unser Ethos? Was ist unser Berufsverständnis? Und wie können wir uns emanzipieren, um zu sagen, das sind unsere Aufgaben und da grenzen wir uns von der Medizin ab. Das sieht man ja schon. Was sind unsere wissenschaftlichen Themen? Und das ist das, was mich, glaube ich, fast ein bisschen erschrocken hat, dass die Themen, die Agnes Karl am Anfang des 20. Jahrhunderts hatte, die heute immer noch in unserer Gesellschaft herrschen. Wie kümmern wir uns denn um die Frauen und älter werdenden Menschen im Pflegebereich? Wie sorgen wir um die? Was machen wir mit Pflegekräften, die zum Beispiel 60, 65 sind und auf Intensivstationen oder auf Normalstationen arbeiten? Wie kümmern wir uns um die? Welche Möglichkeiten haben wir, Mütter in den Beruf zu integrieren? Und den Geschlechterdualismus, den kann ich nur aus meinem privaten Bereich geben, den gibt es immer noch. Also es gibt diese klassischen, das kann nur die Frau, das kann nur der Mann. Wir erleben natürlich im Alltag, dass das die Grenzen verschwimmen und dass die Diskussion besser wird. Das fängt ja schon mit dem Gender-Diskussion an. Aber die Themen sind die gleichen. Also das fängt auch schon mit dem Lohn an. Ja, also ja. Welches Geld haben wir verdient, sage ich mal, oder ist uns zum Beruf angemessen? Wenn man sich überlegt, Lehrerinnen verdienen im Prinzip mehr als Krankenschwester und Krankenpfleger, wo man sich fragt, wie kommt das zustande? Warum ist diese Kopfarbeit, warum ist sie mehr wert als die Arbeit am Krankenbett? Also vor allen Dingen, wenn man an die körperlichen Belastungen denkt und an die psychischen Belastungen, die man eben im Pflegeberuf hat. Und deswegen finde ich das so interessant. Ja, und was ich fand sehr spannend auch zu sehen, dass Agnes Karl ja dann auch mit der BOKD gerade auch wohl früh anfing, dann Zahlen zu erheben und die Mitglieder zu befragen hinsichtlich ihrer Arbeitssituation, sodass sie ja so was ich in dem Buch von Sticker lesen konnte, aus den Briefen heraus, dass es ja anscheinend so ist, dass sie damit auch der Politik Zahlen liefern konnte hinsichtlich Überstunden, die geleistet werden oder überhaupt wahrscheinlich nicht als Überstunden bezeichnen, sondern eher als wie lange muss gearbeitet werden, dass die Situation, dass der Nachtdienst nicht gesondert betrachtet wurde vom Tagdienst, sondern dass das sozusagen eher, man hat Nachtdienst gemacht und dann auch im Anschluss daran gleich den Tagdienst weitergemacht. Die gesundheitliche Belastung der Krankenschwestern hat sie erhoben. Und das, finde ich, ist ja etwas Spannendes, in dem Sinne etwas auf einen objektivierten Boden zu stellen und nicht dies zu sagen, es geht uns so schlecht, sondern hier Zahlen präsentieren zu können auch und Argumente zu haben in einer Welt,
die sozusagen außerhalb der Pflegeblase, und das war damals sicherlich auch nicht anders. Mein Stuhl hat sich selbstständig. dass außerhalb der Pflegewelt hat ja niemand eine Kenntnis eigentlich auch davon, wie es denn darum bestellt ist. Und damals sicherlich erst recht nicht, weil es keine geregelte Ausbildung gegeben hat. Also das war ja jetzt nicht etwas, wo man hingegangen ist, sondern ich mache jetzt eine Ausbildung zur. Also anders als heute jetzt, wo das eine Option unter vielen ja darstellt. Das haben ja auch nicht nur Agnes K. gemacht, das haben auch Elisabeth Storb und Maria Kauer sozusagen. Wir haben ja schon systematisch vorher, und das finde ich ganz interessant auch nochmal für die heutige Zeit, systematisch über die Verhältnisse in den Krankenhäusern berichtet. Also sehr, sehr viel Papier in die Presse gebracht. Und um auch klar zu machen, und das war auch zum Beispiel in der Generalversammlung der Bund der Deutschen Frauen in Wiesbaden, als es letztendlich dazu kam, mit diesem Anliegen dahin zu kommen, sie haben es ja als Schlachtplan bezeichnet, sie kannten sich ja vorher gar nicht, also Frau Storb, Frau Meier und Frau Kauer, also richtig gut kannten sie sich nicht, hinzusetzen und sagen, wir müssen jetzt hier ganz klar sagen, wie die Verhältnisse sind. Und die Frau Dr. Krukenberg, die hat im Prinzip gar nicht gewusst, oder Frau Professor Krukenberg war es ja sogar, die hat gar nicht über die Verhältnisse gewusst, auch der Bund der deutschen Frauen. Und das war auch nochmal so die Frage über die Frauenverbände, die Verbindung zu schaffen. Wir sind doch hier, wir müssen doch gemeinsam kämpfen. Und da habe ich auch daraufhin nochmal geguckt, es gibt ja den Deutschen Frauenrat mit 59 Mitgliederverbänden. Und jetzt ist die Frage, vielleicht schaffen wir das auch über die Frauenverbände, uns diese Sprache, das zur Sprache zu bringen. Also das ist ja für mich auch völlig unverständlich. Können wir noch als einzelne Person, haben wir einen Einfluss auf die Politik? Wie können wir das zur Sprache bringen? Ich meine, wir wissen jetzt über Facebook, Instagram, ganz viele Pflegepersonen haben sich versucht, zur Sprache zu bringen, auch der DBFK. Und trotzdem war dieser Einfluss über die Frauenverbände sehr groß. Und auch kam dann eben durch die Zahlen, kam es in den Reichstag und es wurde besprochen. Wobei man das auch kritisch sagen muss, die ersten, die in den Reichstag kamen, um die Bedingungen im Krankenhaus zu sprechen, waren die Wärter halt. Ne? Die Bedingungen, die haben zuerst die Sprache bekommen. Und das Wärter, also die Ärzte wollten die Wärter gerne verbessern, die Bedingungen, um dass sie mehr Personal bekommen. Aber sie wollten natürlich auch nicht, dass sie gut ausgebildet sind, weil sie hatten eine sehr große Angst, dass sozusagen die Grenze überschritten wird der Fachkompetenzen. Ja? Und ich habe mir die Statistiken angeguckt vom BODK, und das ist unglaublich. Es ist unglaublich, wie viele Zahlen sie in diesen Jahren aufgearbeitet hat. Und wir müssen uns ja vorstellen, das wurde alles mit Schreibmaschine, Telefon. Agnes K. hatte schon auch ein Telefon. Sie hat sehr viel gearbeitet, sie hat sich sehr viel aufgeopfert, und das als sie 33 war, war sie schon sehr, sehr krank. Ja, also als 1901 der Kontakt mit dem Bund der Deutschen Frauen kam, war sie eigentlich körperlich schon am Ende, ja, durch ihre Tätigkeit als Krankenpflegerin, als freie Schwester. Ja, diese 24-Stunden-Dienste, das muss man sich ja auch mal vor Augen halten. Also das ist ja das, wo heute auf Bussen die Werbung ist, meine neue Polin, ne? Ja. Also in der Tat zu sehen ist. Diese 24-Stunden-Betreuungen, ne? Dass es damals ja üblich war, die Privatschwester zu haben, die dann da auch wohnt sozusagen. Also was für eine Belastung, und wir können nicht davon ausgehen, dass es ein Pflegebett gegeben hat. Also das ist ja schon wirklich... Also sie hat sozusagen ja eigentlich das, wofür sie dann später gekämpft hat oder gearbeitet hat, hat sie ja leidvoll selbst erfahren müssen und selbst ihre Gesundheit damit eigentlich ruinieren müssen. Und ich würde noch mal gerne auf einen Aspekt zu sprechen kommen, den ich nämlich auch sehr spannend finde und
den ich für heute, für die heutige Zeit auch sehr interessant finde. Was sie ja gemacht hat, ist über diese in der Frauenbewegung sich einzubringen und dann mit bei der Gründung eines Weltbundes dabei zu sein, den International Council of Nurses mitzugründen. Und das finde ich einfach persönlich unglaublich faszinierend, in einer Zeit, in der wir Schreibmaschine, Telefon noch nicht üblich und so weiter, also sozusagen so viel Arbeit da auch reinzustecken, mit anderen in Kontakt zu sein und so, und eine berufspolitische Organisation aus der Taufe zu heben, die ja auch heute noch existiert, und die aber damals, in Köln gab es ja die ICN-Tagung gewesen, mit der Option eines Besuches in Kaiserswerth, so etwas auf die Beine zu stellen, das zu nutzen sozusagen und auf die deutsche Situation aufmerksam zu machen, auch gegenüber den Mitgliedern aus anderen Ländern. Und heute denke ich so, wo ist das, dass das eine solche Bedeutung erfährt? Also A, die Organisation, Berufsorganisation in der Pflege, das ist das eine. Und das andere ist dieses internationale Denken, was ja Agnes Kahl damit ja auch hatte, dass sie eben nicht die Pflege in Deutschland nur ganz alleine gesehen hat, obwohl es ja damals sehr, man hat ja sehr national gedacht und gelebt in der, seiner Zeit, sondern dass das Internationale eben einfach bedeutsam war. So, das finde ich sehr spannend und frage mich, ist das nicht auch eine Bedeutungsfolie zumindest, mit der man das heute betrachten sollte? Also ich finde auch nochmal, um nochmal zu verdeutlichen, also 1904 ist sie in den International Council of Nurses mit 300 Mitgliedern eingetreten. Und das Interessante ist, dass sie erst 1907 als Körperschaft anerkannt wurde. Also sie hatte schon, bevor sie eigentlich diese Rechte hatte in einem Verein, hatte sie schon Kontakt zum Ausland. Und das ist auch nicht so gewesen, dass sie den Kontakt gesucht hat, sondern es ist tatsächlich von der Gründerin Frau Fenwick und Mrs. Bedford Fenwick und Lavina Dock, die sind sozusagen auf sie aufmerksam geworden. Also sie hatte schon die Wellen nach außen geschlagen. Und jetzt mal abgesehen davon, wie sehr sie auch verbunden war noch mit dem Mutterhaus oder mit dem Ichdien, hatte sie einfach schon diese Energie aufgebracht, um dass im Ausland man auf sie aufmerksam wurde. Und wenn man sich vorstellt, sie hat ja auch später noch Englisch gelernt und hat an dem Band von die vierbändige Geschichte der Krankenpflege, hat sie die ersten drei Bände ins Deutsche übersetzt, schon noch schwer krank sozusagen und mitten im BODK-Geschäft und auch im ICN-Geschäft sozusagen, war sie dabei, das zu übersetzen und hat da auch schon ihren Einfluss gehabt. Und wenn man sich mal vorstellt, 1912, ja, also 5 Jahre, nachdem sie als öffentliche Körperschaft anerkannt wurde, hat sie sozusagen 924 Teilnehmer gehabt aus 23 Nationen. Und die hat das wirklich alleine auf die hatte natürlich ihre ganzen Schwestern um sie herum, die sie geholfen hat, aber die ist wirklich nach Köln gefahren und hat da wirklich das aus dem Boden gestemmt und hat wirklich sehr viel Erfolg gehabt. Und es waren 4000 Besucher da. Und ich meine, für mich ist das so, also wenn ich mir jetzt vorstelle, so einen Kongress zu gestalten, also ich meine, vielleicht war es auch ein bisschen einfacher, weil wir eben nicht so stark vernetzt waren und weil es so sehr analog über Brief und Telefonate lief, man wartete dann auf einen Brief, ich weiß es nicht. Aber das ist so diese Energie, die sie da hatte, das auf die Beine zu stellen. Jetzt frage ich mich natürlich, wie können wir das schaffen, diesen Kontakt zu schaffen, eben zum Ausland, dass wir so ganz lokal hier merken, wir haben diese Verbindung. Also das ist, ne, das ist so, ich meine, wir hatten letztens im Studium eine junge Kollegin vom DBFK, die mich auch sehr beeindruckt hat, was die jungen Mitglieder des DBFK, was sie leisten und versuchen zu schaffen. Aber ich habe dann mal gefragt, was sind denn das für Mitglieder, die da ihr Engagement zeigen? Das sind halt hauptsächlich Leute, die das Studium absolviert haben der Pflege.
Und da sieht man auch schon, wo ich meinen großen Wunsch hätte, wo man, wie entwickelt man so ein Bewusstsein und so ein Engagement, sich zu engagieren. Das ist halt wirklich, da braucht man eine gewisse Entwicklung, eine gewisse Zeit für. Und haben Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen in der dreijährigen Ausbildung die Zeit und die Möglichkeit, sich so mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Das ist ja meine nächste Frage als Lehrerin. Wie kann ich das in den Unterricht integrieren? Wie kann ich dieses Verständnis dafür entwickeln? Und welche Möglichkeiten haben wir? Welchen Platz haben wir im Rahmen des Curriculums, das zu entwickeln? Ja, und das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch Auszubildende oder auch Studierende werden auch davon geprägt, sicherlich wie in der Pflegepraxis, in der sie tätig sind, Kolleginnen und Kollegen irgendwie ja auch darüber denken, über sich engagieren und aktiv sein. Richtig. Das eine ist ja, was die Schule kann, das andere, was man sozusagen in der Praxis erlebt. Und ich finde aber auch, wenn ich so gucke, was Agnes, also wenn ich auf die Person Agnes Kahl mit ihrem Weg so schaue, so dieses, dass sie eine Privatpatientin hatte, der sie mit, da war sie ja auch selbst krank schon, ist sie mit in die USA gereist sozusagen, hat sie dort auch weiter gepflegt, hat da aber auch eine Auszeit bekommen. Und also die ganzen Erfahrungen, die sie gemacht hat, der Kontakt zu den Ärzten, was ja auch teilweise kritisch gesehen wird, dass sie da sozusagen sehr, vielleicht zu sehr das DIN-Motto herausgekehrt hat, also Unterwürfigkeit. Aber was sie letztlich dann an Initiative brachte, denke ich, ist ja auch, lässt sich verstehen vor dem Hintergrund, was sie auch persönlich biografisch im Lebenslauf auch miterlebt hat und was sie geprägt hat. Und ich denke, das ist auch etwas, die Frage an uns heute irgendwie, was haben wir eigentlich erlebt, wo kommen wir her und wie kann ich mit dem, was ich an Hintergrund habe, also das ganze Erlebte sozusagen, wie kann ich mich dann auch einbringen, an welcher Stelle, weil es können ja nicht alle jetzt lauter Agnes Karls werden irgendwie. Ja, das ist auch, also ich muss auch sagen, das hat mir immer ein bisschen wehgetan, das zu lesen, wie sehr sie immer an der Grenze zu ihrer absoluten Erschöpfung war. Sogar zum Schluss, als sie ist ja an Brustkrebs verstorben, in der Klinik, da hat sie keinem was erzählt und hat weiter im Krankenhaus mit ihren Schwestern lamentiert. Also das hat mir auch, es hat mich ein bisschen immer daran erinnert, zu sagen, nein, das ist nicht mein Berufsverständnis, sich völlig aufzugeben und sich zu opfern. Ja? Also ich sehe eher in Agnes Kahl Wert zu sagen, sich zu zusammenzuschließen. Und das nicht nur, also vielleicht über den einen Weg der Frauenverbände, aber auch uns zusammenzuschließen und der Politik sozusagen gemeinschaftlich, und das schaffen wir jetzt vielleicht indem man sich in Verbänden organisiert. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich gehöre auch keinem Verband an und mir war das immer schwierig, mich zu entscheiden, warum tue ich das? Mit welchen, also bin ich da einfach jetzt Mitglied und habe gewisse Vorteile? Was hat das für eine Auswirkung? Aber ich fange halt zumindest daran, darüber nachzudenken, welchen Einfluss ich haben könnte. Und für mich ist es jetzt, glaube ich, als Lehrerin total wichtig, diesen Geist, sage ich mal, den Agnes Kahl hatte, etwas zu verändern. Also dieses per aspera ad astra, den Leitspruch sozusagen von dem DBFK damals oder vom BODK, auf Frauenwege durch die Nacht, stehe ich nicht komplett dahinter. Also das heißt nicht, dass wir uns aufreißen und aufopfern müssen, um Gehör zu bekommen. Ich meine, gestern waren ja die Wahlen und es ist natürlich total spannend zu wissen, was jetzt kommt für uns für unsere Zukunft sozusagen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr kämpferisch und werde mich jetzt die nächsten Jahre, solange ich noch die Möglichkeit habe, dafür engagieren, mich interessieren und das lesen. Und das habe ich im Prinzip nur geschafft oder durch diesen Blick in die Geschichte und durch die politischen Verhältnisse,
wie überhaupt unser Berufsbild entstanden ist. Und ich glaube, das ist erstmal schon der erste Weg. Und deswegen finde ich diesen Teil in der Pflegebildung total wichtig zu sagen, der gehört da rein und der muss intensiv besprochen werden, dass man neue engagierte Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen ausbildet sozusagen. Und dieses Selbstbewusstsein und dieses Selbstverständnis mit in den Beruf bringt, zu sagen, wir haben gewisse Rechte und wir müssen uns abgrenzen oder wir müssen kämpfen für bestimmte Bedingungen sozusagen. Also ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass das ein bisschen früher bei mir passiert ist und dass ich da noch ein bisschen mehr, mich dann noch ein bisschen mehr reinleben könnte. Also das ist natürlich schwierig mit Mitte 40, mit Studium und neuem. Aber es fällt doch jetzt sozusagen auf den Boden, auf den es jetzt fällt. Ja. In der Ausbildungszeit fällt es auf einen ganz anderen Boden. Und das ist, glaube ich, die eher, denke ich, auch noch weist eher noch mal darauf hin, dass eine immer wiederkehrende Auseinandersetzung, themenbezogen und sachbezogen, je nachdem, wo ich jetzt gerade bin, in einer Fortbildung, in einer Weiterbildung, im Studium, dass auch nach der Ausbildung es eigentlich noch weitergehen muss, der Boden der Geschichte, auf dem wir stehen, dass das, je nachdem, was ich gerade mache, dass das auch mit eingeblendet wird, um das auch alles in einen Kontext auch sehen zu können, was wir heute tun. Und das finde ich, das bringt auch so eine Auseinandersetzung mit so einer Person wie Agnes Karl. Und ich denke auch, dass es gar nicht darum geht, das wird ja auch in unserem Gespräch jetzt deutlich, irgendwie eine Beweihräucherung zu machen, sondern eher zu gucken, welche Impulse gehen von einer Person aus, wie von anderen Personen auch. Und Agnes Karl war ja nicht alleine, da hatten Sie ja auch jetzt gerade darauf hingewiesen, da gab es ja andere Mitstreiterinnen sozusagen, und das Gesamte machte sozusagen dann auch etwas aus, auch in den Landesverbänden oder wie es sich nannte damals, die Personen, die da eben vor Ort aktiv waren. Das ist das Spannende. Und zu dem Thema Geschichte der Pflege in der Ausbildung in der Pflege, da freue ich mich drauf, da habe ich noch ein Podcast-Gespräch auch mit Anja Katharina Peters und Mathilde Hackmann. Das wird, glaube ich, auch nochmal sehr spannend. Also da merke ich auch, je mehr ich mich jetzt mit sowas beschäftige, das ist meiner lieben Kollegin Dorothee Lebeda genau. auch mit zuzuschreiben, dass ich auch persönlich durch die Gespräche, die wir haben, dass ich da auch jetzt mehr, ja, Spaß ist zu salopp gesagt, aber dass ich einfach auch jetzt gerade ein großes Interesse daran habe, auch mich da mit hinein zu vertiefen. Und so kommt es dann zustande, dass wir auch so ein Gespräch führen. Ganz wunderbar. Wir müssen zum Ende kommen, Frau Besioglu. Für unsere Zuschauenden, was würden Sie denken, wenn jemand den Impuls bekommt, oh, ich glaube, da würde ich jetzt auch gerne mehr wissen über Agnes Karl. Und das, wir haben ja so einige Facetten aufgemacht sozusagen. Was würden Sie denn anempfehlen, wie man sich der Person Agnes Karl nähern kann? Also ich denke, über die Anna Sticker ist es schon mal der erste Schritt und über die Frau Rübenstahl. Was ich aber noch sehr... Also die Frau Rübenstahl, das sind die wilden Schwestern, das finde ich nochmal ganz gut zusammengefasst, auch wie die politische Lage war und welche Bedingungen vorherrschen und wie wir auch schon die Frau Lungerhausen mit der geschichtlichen Hintergrund natürlich auch immer kritisch zu betrachten. Ich finde die Geschichte des DBFK ganz interessant und ich würde mich auf jeden Fall mit der Frauenbewegung, der ersten Frauenbewegung auseinandersetzen. Und man kommt dann von einem zum anderen sozusagen. Man kann das gar nicht ausblenden. Da werden Fragen aufgeworfen und da muss man sich irgendwie auseinandersetzen mit. Aber ich finde schon, über Anna Sticker habe ich jetzt meinen ersten Zugang gefunden. Und sie war ja auch eine sehr engagierte. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass Anna Sticker die Einzige ist. Zum Beispiel die Maria Kauer, die kann man sich auch auf jeden Fall mal intensiv angucken, weil sie doch noch ein bisschen moderner war. Sie wollte zum Beispiel nicht den Begriff der Schwester weiterführen. Ja, also man kann in dieser Zeit viele Persönlichkeiten finden,
eben nicht nur Florence Nightingale und nicht nur die Geschichte der Krankenpflege Anfang des 19. Jahrhunderts, sondern ich finde diese Zeit Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. sehr, sehr spannend. Ja, danke schön. Und danke für das Gespräch, Frau Besioglu. Das hat Spaß gemacht. Das war richtig spannend. Ja. Ja, dann an die Zusehenden gewandt. Schön, dass Sie dabei waren. Und bis zu einem nächsten Mal. Ade, tschüss. Tschüss. Ja, das war das Gespräch mit Katja Besioglu über die Person Agnes Karl, beziehungsweise des sich auf den Weg machens, um mehr über sie in Erfahrung zu bringen. Ich hoffe, es waren interessante Impulse in unserem Gespräch für Sie dabei. Weitere Informationen zu dem Thema sowie die Möglichkeit, Ihre Fragen, Gedanken, Erfahrungen niederzuschreiben, haben Sie auf der Webseite des Podcasts unter der Adresse pflegebildung.net. Dort finden Sie auch alle Episoden dieses Podcasts und Sie finden Pflegebildung natürlich auch überall dort, wie es sich für einen Podcast gehört, wo Sie in Playern und auf Internetseiten Videopodcasts anschauen und downloaden können. Nun freue ich mich, dass Sie bei dieser Episode dabei waren und freue mich, wenn Sie auch in der Zukunft wieder einmal einschalten. Bis dahin, Ihr Roland Brühe.